Premiere für Melania Trump. Zum ersten Mal ist die First Lady der USA ohne ihren Mann auf großer Auslandsreise. Erste Station ihrer Afrika-Tour ist das westafrikanische Ghana, wo sie von Präsidentengattin Rebecca Akufo-Addo begrüßt wird. Auf ihrer Afrika-Reise, die sie auch noch nach Malawi, Kenia und Ägypten führt, wird Melania Trump den Schwerpunkt auf Kinder setzen. Auch will sie für ihre Kampagne zum Umgang von Kindern mit sozialen Medien und gegen Drogenmissbrauch werben. Die Reise ist durchaus heikel. US-Präsident Donald Trump hatte afrikanische Staaten als Drecksloch-Länder bezeichnet. Die First Lady der USA hat ihren Mann schon auf mehreren Auslandsreisen begleitet. Allein war sie bisher nur in Kanada.